ihr Lieben, erkennt ihr mich noch? Spürt ihr auch diese Erleichterung, wenn eine Woche endlich vorbei ist? Meine Stimmung geht eindeutig nach oben. Montags ist sie am Tiefpunkt, wenn die ganzen Schulaufgaben eintrudeln und das ganze Zeug vor einem steht, was noch erledigt werden muss. Das macht mich fertig. Dann verläuft sie so wellenförmig. Von unten nach oben, nach unten und hoffentlich, wenn man Glück hat, auch wieder nach oben. Ich spüre in dieser Zeit viel Hilflosigkeit. Ausgeliefert sein, Aggression. Und trotzdem setze ich dann manchmal einen Stopp. Ich gehe in die Nähe auf die Wiese und pflücke Hasenfutter für die Nachbarn. Das verschafft mir eine unendliche Befriedigung, wenn ich dann so viel Dankbarkeit bei diesen Hasen sehe, wie sie dieses leckere Futter mümmeln. Und dann merke ich, wie da so eine kleine zweite Welle auf mich zurollt. Nämlich die Dankbarkeit. Dankbarkeit für die super Natur um mich herum. Diese wunderschön blühenden, bunten Blumen, diese tausend guten Gerüche, an denen ich vorbeikomme, das saftige Grün. Und manchmal kommt da hinterher auch noch gleich noch eine Welle, nämlich die Freude an den vielen kleinen Geschenken, an Gesprächen, über Gesprächen mit Menschen, wertvolle Spaziergänge mit Freunden und Freude an der Begegnung und Freude auch am Seelenfutter, das wir hier immer wieder online bekommen. Ich freue mich schon darauf, was Bascht uns jetzt zu sagen hat. Hey ihr Lieben, ich begrüße euch zum heutigen CC-Treff. Wir wollen einfach gemeinsam uns ein bisschen Zeit nehmen. Und ich bin froh, dass ich euch einfach einen kleinen Impuls mitgeben darf. Ja, es ist eine krasse Zeit. Nach wie vor, seit 2 Monaten hält uns hier irgendwas in Atem, was völlig neu ist. Wer hätte sich vorstellen können, ehrlich, dass innerhalb von kürzester Zeit, innerhalb von heute auf morgen, wie wenn ein Schalter umgelegt würde, wir in eine Zeit versetzt sind, wo wir das erleben, was wir heute erleben. Wo die ganze Weltwirtschaft in gleicher Weise nahezu betroffen ist. Wo Menschen auf der ganzen Erde in gleicher Weise betroffen sind. Es ist was, das hätte, glaube ich, nie jemand für möglich gehalten. Vorher war alles total individualistisch. Ich so, der so, dieses Land so, der Kontinent so, diese Firma so. Ich glaube, wir hätten es uns nicht mal erträumen können, wenn uns das jemand erzählt hätte. Und genau dieser Gedanke hat mich auf was gebracht, wo ich auch schon manchmal drüber geredet habe und ich möchte heute euch in das Thema mit reinnehmen. Und zwar möchte ich ein klein bisschen aufs Thema Fasten eingehen. Es geht hier mir am Ende um Text, der steht in Jesaja 58, den könnt ihr euch auch gerne schon mal holen oder schaltet kurz auf Stopp und lest mal die ersten 12 Verse ungefähr so durch. Dann seid ihr vielleicht schon ein klein bisschen drinne, um was es da geht. Genau. Ich habe schon gesagt, Thema Fasten. Und ja, wer mich gut kennt, der weiß, ich habe viel damit am Hut. Für mich ist das eine gute, wichtige, regelmäßige Übung in meinem Leben geworden. Es ist was, was einfach untrennbar auch mit meinem Glaubensleben verbunden ist inzwischen. Wir sehen, wenn wir in die Bibel reingucken, bei Jesus war das ein Thema. Er hat am Anfang seines Dienstes eine 40-tägige Zeit eingelegt, in der er rausgegangen ist. In die Wüste, klar, das können wir uns erstmal so nicht vorstellen, aber das lassen wir einfach mal so stehen. Er geht raus aus zumindest dem, was er gewohnt ist vielleicht. Ich erlebe mein persönliches Fasten auch immer sehr als ein Raus, weil man Dinge anders macht, weil man Dinge weglässt, weil die Dinge nicht so sind in dieser Zeit, wie man sie normal machen würde. Und
Genau hier kommt auch die Parallele, weswegen mir dieses Thema auch so in dieser Zeit jetzt gekommen ist. Ja? Man könnte fast sagen, es ist wie wenn die ganze Welt in den Zwangsfasten gesteckt wurde. Jetzt will ich natürlich mit diesem Begriff ein bisschen vorsichtig sein, weil letztendlich kann es sein, du kennst diesen Begriff noch gar nicht so, du weißt gar nicht, was sich hinter dem Fasten verbirgt. Du kennst es vielleicht eher so vom Heilfasten oder dass man mal irgendwie gesund ist oder dass man nur bestimmte Dinge seinem Körper zuführt. Letztendlich, was würde das bedeuten? Ich bemerke immer wieder, dass das Fasten etwas ist, wo ich wie in einen neuen Raum trete. Es ist wie wenn ich in eine Welt trete, wie ich sie gerade beschrieben habe. Die ganze Welt ist plötzlich in einem Ausnahmezustand. Die Zahnräder sind nicht mehr alle in Bewegung. Wir sind nicht mehr alle im Rush unseres Alltags, unserer To-Dos, unserer Beziehungen, unserer Arbeit, den Dingen, die ich noch abzuarbeiten habe, des Einkaufens, des Konsumierens. Es ist fast so, als wären wir ja, vielleicht aus Zwang von einem Virus in einen neuen Raum gestellt worden sind, den wir so vorher noch gar nicht gekannt haben. Was soll ich sagen? Jetzt ist es so. Wir sind in diesem neuen Raum. Irgendwie alles anders, es klingt alles anders. Klopapier ist vielleicht alle. Und eine Sache, die ich auch war über solche neuen Räume, in die wir gesetzt sind, ob wir das wollen oder nicht, ist, dass die Dinge anders sind. Und das Dumme ist, wir Menschen, wir haben sehr wenig Lust darauf. Wir mögen es, wenn wir vorbereitet werden, Step für Step, wo ich entscheiden kann, will ich da überhaupt mitgehen? Ja, bei deinem persönlichen Fasten, bei meinem Fasten, ist es meine Entscheidung, ob ich das tun will oder nicht. Aber deswegen dieses Wort mit dem Zwangsfasten. Was ist, wenn wir nicht nur darin eine Krise sehen, wo ich gerade mit Dingen konfrontiert bin, die vielleicht über meinen Kopf wachsen, die über mein Verständnis wachsen, die in mir Angst bewirken, sondern was ist, wenn wir vielleicht die Krise erstmal aus einer anderen Perspektive als ein neuer Raum wahrnehmen können? Und was könnte jetzt zum Beispiel sein, was in diesem neuen Raum anders ist oder weg ist? Ich meine, ganz offensichtlich ist weg, dass wir keine soziale Nähe mehr haben. Ich spüre es extrem. Ich bin jemand, der unglaublich gern Leute umarmt. Ich liebe es, wenn wir hier am Sonntagmorgen uns umarmen. Ich liebe es, meinen Arbeitskollegen und meinen Mitarbeitern die Hand zu geben, ihnen auf die Schulter zu klopfen. Ich liebe es, wenn man über Gesten und über körperliches Nähe und auch Freundschaft ausdrücken und leben kann. Und jetzt ist diese Sache weg. Es ist auch weg vielleicht, dass du mit anderen unterwegs sein kannst, dass du mit Arbeitskollegen Dinge kreierst, dass Teams sich treffen und gemeinsam etwas aufbauen. Und nicht zuletzt, dass wir hier einfach zusammen Gottesdienst feiern können, dass wir es spüren, andere Gläubige sind im Raum, wir ermutigen uns auch, wir bekräftigen das gemeinsam, wenn wir einfach Jesus zusingen oder zu ihm beten oder zuhören, was er uns zu sagen hat. Es ist schon krass, was in diesem Raum vielleicht fehlt. Ich glaube, darin liegt eine riesen Chance. Und vor allem glaube ich, dass bei Gott da eine riesen Chance liegt. Ich bemerke es immer bei meinem persönlichen Fasten, wie ich in dem neuen Raum ja ganz bewusst erlebe, wie neue Dinge Raum gewinnen können, weil ich bekannte Dinge oder sehr raumeinnehmende Dinge mal beiseite lege. Es gibt auch ein ziemlich krasses Prinzip und es wird in der Bibel immer wieder beschrieben, dass wir Gott sagt es mal so ganz am Anfang der Bibel, gibt er die Anweisung, das Land soll alle 7 Jahre brach liegen gelassen werden. Es soll sich regenerieren, es soll Raum haben, es wird nicht bewirtschaftet. Alle weiteren 7 Jahre soll das geschehen, alle 49 Jahre, ein Erlösungsjahr, ein Freiheitsjahr. Es sind alles Prinzipien, die ja nie wirklich Anwendung gefunden haben. Aber das Coole ist, wir sehen immer wieder, wie Gott eigentlich dieses Prinzip wie in seinem Wesen drin hat. Ich glaube, er hat uns so angelegt, er hat die Welt so angelegt, dass immer wieder Raum da ist. Und dieser Raum ist unglaublich wichtig, weil wenn wir zu lange Zeit die Dinge einfach immer wieder gleich sind,
dann haben sie auch das Potenzial, dass wir darin verkrümmen oder dass wir darin verkümmern oder dass wir darin auch stecken bleiben. Oder dass unsere Perspektive sehr gleich bleibt. Dass wir plötzlich nicht mehr weit sehen können, sondern eng. Wir schauen immer nur auf dieselbe Sache und wir schauen auch vielleicht in derselben Weise auf dieselbe Sache. Und genau daraus erlebe ich das persönlich immer wieder und ich glaube, das ist auch so das, wohin Gott da führen will. Im Fasten, im Verzicht, in neuen Situationen, in neuen Räumen. Zu neuem Überlegen, zu neuen Gedanken und zu neuer Blickweise, zu neuen Perspektiven. Es ist nicht grundsätzlich schlecht, es ist nicht grundsätzlich falsch oder grundsätzlich richtig, das andere. Aber es ist erstmal neu. Und ich glaube, es spricht uns an. Vielleicht auch mal auf einer Ebene, die wir es gar nicht gewohnt sind. Vielleicht nehmen wir plötzlich mit anderen Sinnesorganen wahr. Vielleicht erleben wir jetzt die Zeit ganz anders. Ich habe ja schon erzählt, ich bin vielleicht ein Mensch, der das spürt, diese soziale Distanz. Vielleicht bist du ein ganz anderer Mensch und erlebst andere Dinge neu. Ja? Aber egal, glaube ich, was wir erleben, ich glaube, Gott wünscht sich, dass wir in regelmäßigen Abständen, und ob das jetzt durch eine Krise kommt oder das eine persönliche Entscheidung ist oder durch ganz andere Dinge, ich glaube, Gott arbeitet durch viel, viel mehr noch so. Aber ich glaube, er wünscht sich, dass wir immer wieder aufblicken und dass wir neue Perspektive und neue Weite bekommen. Weil ich denke, es ist auch ein Stück weit so. In unserer Gesellschaft empfinde ich das vor allem so, dadurch, dass wir so in unseren Aufgaben und in unseren To-Dos und in unserem Job und ja, auch hier in der Gemeinde sind wir sehr fokussiert auf das, wie wir es bisher machen. Wir haben ein sehr klares Schema, wie wir Dinge machen. Wir haben sehr klare Vorstellung, wie unser Gottesdienst abzulaufen hat und lauter solche Dinge. Das sind alles Mechanismen, die irgendwie gleich sind. Und nochmal, die sind nicht falsch oder so, aber es geht darum, vielleicht können wir neu hinterfragen, warum tun wir Dinge? Wie tun wir Dinge? Vielleicht könnten wir noch ganz was anderes tun. Und ich bemerke, das Digitale, bewirkt dasselbe in mir. Es bewirkt, dass ich neu überlege, hey, können wir nicht auch auf beiden Ebenen missionarisch sein? Kann Kirche auch vielleicht beides sein? Manchmal digital, manchmal noch ganz in Mensch und in Fleisch. Und das ist nur ein Ansatz. Ich glaube, da will Gott grundsätzlich uns Menschen inspirieren. Aber, und jetzt wollen wir nochmal auf Jesaja zurückkommen. Ich glaube, ihm geht es noch um viel mehr. Also nicht nur um ein Fasten irgendwie aus Disziplin, aus Glaubensgründen. Nicht nur ein Fasten oder ein neuer Raum oder ein Verzicht, damit wir vielleicht neue Ideen, neue Blickweise bekommen. Sondern ich glaube, er will noch grundsätzlicher in diesem Thema zeigen, wie er darüber denkt. Und in Jesaja, da steht drin, ein wirkliches Fasten sieht Gott nicht darin, dass wir uns nur irgendwie so selbst versuchen, irgendwie zusammenzuhalten und selber die Dinge im Griff zu behalten. Sondern ich glaube, er sieht darin, das, was er hinterher schreibt, ist nicht ein wahres Fasten, ist nicht ein wahrer Verzicht, freizusetzen, den anderen freizusetzen, freizugeben, weg von mir persönlich als der Richter vielleicht über andere, weg von ich enge den anderen ein, ich zwinge mich ihm nur auf, ich bin so groß, dass der andere keinen Raum mehr hat. Und ich glaube, das hat unglaublich viele Dimensionen, die ich in der kurzen Zeit gar nicht erwähnen kann. Aber ich glaube, da zeigt sich ein Wesen von Gott. Und dann geht es nicht nur um Fasten, wie wir das vielleicht kennen, wo die Eisernen und Disziplinierten das können, sondern da geht es darum, dass Gott diesen neuen Raum kreiert, auch mal mit Verzicht von bekannten und auch geliebten Dingen, in der Hoffnung, dass unser Perspektivwechsel, unsere Ruhe, unser Wegsein von den Dingen uns hinschauen lässt. Hinschauen lässt. Und da ruft Gott uns, glaube ich, ganz klar auf, wie schaust du denn drauf? Und ich glaube, da kann ich sogar sagen, da wäre vielleicht ein ganz cooler, praktischer Ansatz, dass wir zum Beispiel neu überlegen, wie kam ich bisher denn in die Gemeinde? Wie denke ich über die Leute hier? Wie denke ich über Einzelne? Wie denke ich über mich? Wie denke ich über Gott? Und da vielleicht Freisetzung so zu leben oder jetzt mal neu zu überdenken, wo ich sagen kann, vielleicht kann ich jemanden freilassen. Wie, vielleicht freue ich mich jetzt wieder ganz anders auf die Gemeinschaft hier. Vielleicht kam mir alles sehr eingefahren vor. Vielleicht habe ich über Einzelne sehr schlechte Denke. Und ich kann jetzt vielleicht, wo ich merke, wie mir das Ganze vielleicht fehlt oder auch nicht fehlt, vielleicht kann ich da ganz neu drüber nachdenken. Das Krasse finde ich, in diesem Text kommt hinterher, dass Gott eine unglaubliche Versprechung macht durch seinen Propheten, die er uns mitteilen möchte.
da verspricht er, da wo wir so einen Raum, glaube ich, betreten, da wo wir das Fasten ernst nehmen, in dem Sinne, wo wir befreien können, wo wir loslassen können, wo wir durch Weglassen bekannter Dinge neu Gott und neu seine Perspektive erleben können, dass dort Segen fließen wird. Lest mal weiter, was hinterher in dem Text kommt. Ja, wie er sagt, da fließt Heilung raus. Das ist wie die Morgenröte, also wie Sonne, die aufgeht, die alles warm macht, die alles beleuchtet, die alles Schöne zum Vorschein bringt, die Farben leuchten lassen. Also gibt uns der Gott einen unglaublichen Ausblick. Er gibt uns einen Ausblick, dass wir vielleicht in diesem Zwangsfasten, in diesem engen Raum gerade, vielleicht in diesem neuen Raum, wo du dich jetzt befindest, in dieser Krise, dass es eigentlich eine Chance ist, ganz neu zu entdecken, auch mal die miesen Dinge, ja, vielleicht, wo ich wirklich vielleicht als Richter auftrete, aber vielmehr ich die Chance habe und Gott mir die anbietet, zu ihm zu kommen, mit ihm neu zu überlegen, über meine Beziehungen, über die Dinge, wie ich auch in dieser Welt lebe. Aber egal, wie euch jetzt dieser Raum vorkommt, ich wünsche euch viel Ermutigung, probiert es aus, ich glaube, Gott ist in diesem Raum dabei. Er wünscht sich, mit euch da neue Schritte zu gehen, euch eine neue Perspektive zu schenken und dass da wunderbare Früchte daraus wachsen, die in ganz praktischen Handlungen sind. Ich glaube, das ist, was er sich von Herzen wünscht. Und genau, ich freue mich über Feedback. Ich hoffe, euch auch bald alle einfach wieder live sehen zu können. Bis dahin einfach seid gesegnet, haltet durch und ja, neue Räume bringen ganz tolle neue Möglichkeiten manchmal. Macht's gut. Ciao, ciao. Danke, Bascht, für deinen Impuls. Ich wünsche euch jetzt noch eine gute restliche Woche, aber auch in der neuen Woche Wellen der Dankbarkeit und der Freude. Erinnert ihr euch noch? Das waren meine drei Worte. Und jetzt fände ich es toll, wenn ihr uns eure Worte schickt. Wie geht's euch gerade? Was fällt euch zu eurer Situation ein? Ihr müsst nicht viel sagen. Nehmt einen kurzen Clip auf oder schreibt einfach ein paar Worte und schickt sie an Clemens. Und es wird dann auch als Sprachnachricht immer mal wieder freitags hier eingeblendet, damit wir möglichst viele von euch wieder sehen, damit wir noch wissen, wie ihr aussieht. Und jetzt möchte ich euch noch den Segen Gottes für die neue und die restliche Woche jetzt noch zusprechen. Du bist nicht allein. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich hält. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich hört. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich schützt. Keinen Tag soll es geben, an dem du sagen musst, niemand ist da, der mich liebt. Jesus sagt, ich bin bei dir alle Tage, bis an das Ende der Welt. Gottes Segen sei mit euch.